Das machen wir hier auf der Wickelkommode. Schaut mal, was ich entdeckt habe. So, dann zeige ich euch mal den ersten Gang. Kinder essen das auch sehr gerne. Zusammen, ich grüße euch. Ja, mein Schatz, ich mache jetzt erstmal Brei für den Dario. Der wird nämlich jeden Moment wach, der war sich nämlich eben schon am Bewegen und er hat auf jeden Fall gleich Mordshunger. Nein, Mordshunger nicht, aber der wird Hunger haben. Und wenn der Dario Hunger hat, dann will er es auch sofort. Sonst wird es ungemütlich. Also ich werde auch mal zum Monster, wenn ich Hunger habe und ja, warten muss zum Beispiel. So, dann brauchen wir noch die Tablette, die Vitamin D-Tablette. Ich glaube, mit der Kamera in der Hand rum kann man die mal hier aufstellen, abstellen. Genau, gleich geht es für uns zum Action für Giano und mich. Ist heute vor Ort filmen oder zu Hause? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gerade gar nicht. Wenn ich gleich mal gucken. Kurz überlegen. Zu Hause. Ich habe letztes Mal nicht vor Ort gefilmt. Stimmt. Dann heute für euch vor Ort. Ist nur eine blöde Zeit, so nachmittags. Wir gehen dann so gegen, ich würde sagen, um 4:30. Könnte voll sein zu der Uhrzeit. Ist ja nur blöd dann mit dem Film, ne? Aber gut, machen wir vor Ort. Oder dass ich wenigstens, oder wir machen das so, dass ich wenigstens vor Ort direkt die Wochenangebote zeige. Und danach schauen wir, je nachdem, wie voll es ist. Wenn es nicht so voll ist, dann filme ich aber weiter. Und wenn voll ist, zeige ich euch entweder die Sachen noch im Auto oder zu Hause. Mal gucken. Ja, ach Melina, du bist doch so groß und schwer. Stellst du dich im Puppenwagen? Dann seid ihr aber nachher traurig, wenn der kaputt ist, ne? Ich bin keine Spielverderberin. Ich verbiete euch das nicht. Aber solange natürlich keine Gefahr zu sehen ist. Aber wenn die Sachen kaputt sind, dann sind die kaputt, Kinder. Finde ich gut und schön, wenn die Kinder deren Spaß haben, solange die sich da nicht verletzen. Aber kaputt machen muss ja auch nicht sein, oder? Na gut, müssen sie auch selbst durch. So, ein bisschen aufräumen. So, Dario kommt nicht mit, aber das will er jetzt gleich, ja, vorsichtig, aber dass wenn ich gleich außer Haus gehe, weiß, okay, Dario ist versorgt. So, dann kriegt er heute mal das. Mama! Ja. Milch mit Keks, doch mit Kekse, Getreide. Ach Kinder, nicht in meinen Fuß, das tut weh. So, das habe ich jetzt gerade hier alles schon vorbereitet. Ja Kinder, du hast Hunger? Dann komm, dann versorge ich dich auch. Was möchtest du denn essen? Mach Melina jetzt noch irgendwas zu essen und melde mich gleich nochmal bei euch. So, Dario hat gegessen. Ich ziehe jetzt ihn einmal um und wechsle die Windel. Das machen wir hier auf der Wickelkommode. So, geht's vom Licht her? Es geht so, ne? So, Kuscheldecke einmal ablegen. Dario, einmal ausziehen. Ich mache jetzt ihm erstmal die Windel.
Und was ziehen wir an? Dario, ich wollte dich gleich nicht hier so nackt liegen lassen. Vielleicht einmal kuschelige Hose. Und ein Pullover. Na, du sitzt jetzt da drauf. Komm einmal Popo hoch. Upp. So, Dadi ist soweit fertig. Die Hose können wir noch anziehen. Das kann dahin. So, einmal hinlegen, Schatzi. Hinlegen. Ja, du willst lieber sitzen, ich weiß. Nur kurz, nur kurz. Der will wieder aufstehen. Heb dann immer das Kopf hoch. Ne? Du bleibst schön liegen, ja? So. Ayakimo. Ayaki. Jetzt will er nach der Kamera greifen. Guck mal hier, Schatz. Mit Yukwe. Oh, da, ja, Mama. Ja, Mama. Nein, nein, nein. Jetzt hat er wirklich die Kamera runtergezogen. So, und Popo hoch. Oh, nein, lass die Kamera. Komm, okay, dann setz dich wieder hin. Ja, jetzt findet er die Kamera interessant. Und einmal richtig hinsetzen. So. Ah, in die Kamera willst du schauen? So, dann nehme ich dich einmal mit drüber. So, dann nehme ich ihn mit einmal rüber. Tja, du machst da hinten noch den Schrank zu. Pullovers haben wir drüben. Hatte jetzt hier keins mehr. Kinder, pass auf. Was macht ihr denn? Spielt ihr Gespenst oder was? Oh, ich glaube, der Papa ist da. Papa! Die sich immer freuen, wenn der Papa da ist. So, wir sind fertig. Schaut mal, er hat Öhrchen. War nicht Papa? Oh, weil ich habe da eben einen Schatten gesehen. Dachte, es wäre das Auto. Der kommt aber jeden Moment. Ich halte Mama so die Mütze noch an. Ja. Ups. Nochmal die Mütze. So. Das ist eine rote Strumpfhose, keine pinke. Wobei es nicht schlimm finden würde. Nur mal so nebenbei. Hier sieht man den Papa besser, ne? Es regnet und regnet, Mädels. Es hört gar nicht mehr auf, ne? Was für ein Wetter. Seit Tagen wirklich nur am Regnen. Na, Dario. Aber auch in Portugal ist momentan ja, sehr regnerisch. Also auf Madeira sehr windig und stürmisch und meine Freundin hat mir ein Video vor ein paar Tagen geschickt. Das war echt krass. Ja. Dann rein mit dir, Gianno. Ich glaube, der Gianno wollte gerade Auto fahren. Plötzlich ging der hier auf meiner Seite. So, Gianno, wohin gehst du? Bisschen angebissene Essen. Bitte. So, hier sind Auto. Ja. Carlos kam gerade. War doch vorher beim Aldi oder wo? Ich weiß nicht so wirklich. War jetzt geraten. Und hat eine Brezel gebracht. Mein ist da unten noch. Dein ist da unten, bitte? Ja. Ja? Ja. Ich wollte ein Stück haben. Was? Ich wollte ein Stückchen haben. Ja, hol es auf. Das kannst du hier machen. Ne? Anschnallen. Wir filmen vor Ort, ne? Also wir filmen diesmal drinnen. Na, dann bis gleich. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Nehme ich direkt drei Stück mit. Ihr Lieben, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum die Mary auf der Treppe sitzt und nicht beim Action. Oder nicht mehr beim Action. Und zwar, wir haben heute Donnerstag und ich habe das Video bearbeitet und hochgeladen vorhin. Also wir waren beim Action. Und jetzt gerade, wir haben gerade Spätabend.
Ich wollte eigentlich nur das Bild ja fürs Video bearbeiten und reinstellen, hab's auch gemacht. Und beim Reinstellen habe ich dann gesehen, dass das Video nur eine Minute irgendwas geht. Und ich dachte mir, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich sehe total kaputt aus. Ich habe meine Lippenstift weggemacht und ich habe gar nichts auf den Wimpern. Das seht ihr mal, wie meine Wimpern ausschauen. So sehen die nämlich aus, wenn nichts drauf ist. Mal so nebenbei. Ja, ich bin so unfassbar sauer auf mich. Ich habe das Video komplett gelöscht. Es war so, also ich habe meine Kamera, womit ich zu Hause immer vlogge. Und wenn ich unterwegs bin, filme ich nicht immer, aber bei Action schon sehr gerne mit dem Smartphone. Und das Einzige, was ich mir rübergeschickt habe auf über Instagram, war das von Chupa Chups und mehr eben nicht. Und somit habe ich das halt noch, nur diese kurze Video. Alles andere habe ich leider gelöscht und es tut mir unfassbar leid. Ich habe alles gelöscht. Dabei war es diesmal wieder so ein cooles Video, weil wir so viele neue Sachen, die ganzen Weihnachtssachen durchgegangen, wie ihr im Bild gesehen habt. Der Gianno hatte so einen riesen Wichtel. Ach, das war so witzig. Wir haben so viel gelacht beim Action. Aber leider habe ich es nicht mehr drauf. Ich habe es dann gelöscht und jetzt ist es weg. Und ich habe, wie ihr gesehen habt, 15 Minuten habe ich halt zu Hause noch Familienvlog gedreht, weil ich ja nicht mehr diese kurzen Videos haben möchte. Ich möchte, dass ihr einfach viel mehr Einblicke habt von unserem Familienalltag. Und deswegen mache ich das ja jetzt immer so. Und ja, es tut mir leid, ich habe leider nichts. Ich habe meine Einkäufe hier, die kann ich euch gerne zeigen, aber nicht zu dieser Uhrzeit. Wir haben Donnerstag und das Video soll morgen um 10 Uhr online gehen. Deswegen tut mir leid, ich werde das irgendwie im Titel markieren und auch auf dem Bild, dass ich vielleicht dann das Action wegstreiche und darunter schreibe kein Video, weil ich habe das Bild schon bearbeitet. Und im Titel, ja, mal gucken. Auf jeden Fall brauche ich das Video nicht komplett nochmal bearbeiten, weil ich das im Programm habe. Also alles, was ich von dieser Kamera noch habe, wird auch alles angezeigt. Nur das vom Action ist einfach wirklich komplett weg. Und oh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich ärgere mich gerade so sehr. Ja, jetzt habt ihr nur gesehen, wie ich da dieses Chupa Chups Set gekauft habe. Ne? Genau. Ja, ich kann mich nur entschuldigen. Ich kann euch die Einkäufe gerne nochmal zeigen. Aber wie gesagt, das Video ist schon für morgen. Und morgen habe ich eigentlich was anderes geplant. Ja, an dieser Stelle nochmal. Es tut mir leid. Es ist passiert, ich kann es leider nicht rückgängig machen. Ich habe kein Action-Live-Haul für euch. Wir können es gerne machen, so machen, dass ich beim nächsten Mal ein Live wieder drehe. Aber es war wirklich dieses Video heute, das war so besonders gut, weil es so witzig mit Janito war und ich so viel gefilmt habe. Ja, tut mir leid. Eigentlich sollte das ein über halbe Stunde Video sein. Ich habe tatsächlich beim Action 15 Minuten gefilmt. Wirklich. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr, 15 noch was. Ja. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich drücke euch alle ganz lieb und seid mir bitte nicht böse. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, jetzt sitze ich mit Gianno im Auto und jetzt geht es wieder zurück. So, wir sitzen wieder im Auto, also tolle Sachen bekommen, vor allem dieses Chupa Chup Set, das finde ich ja so mega, ne? Also, eins möchte ich behalten und die anderen zwei, die sind zum Verschenken für meine Nichten. Ja, richtig cool, oh mein Gott, ich freue mich und bin gespannt, wie das Ganze riecht. Berichte euch gerne. Ja, eher im Beauty-Kanal, ne? Kriegt ihr sowas mit. So, Janito. Wir fahren jetzt los, angeschnallt. Jawohl. Dann würde ich sagen, bis gleich. Die Kamera so nah. Die bleibt hier. Ich bin nicht dein Vater. Wie Papa. Ach, die wollte ich nicht hier reinmachen. Warte, noch suche ich die. Nein, die mache ich immer da vorne rein. Muss sie auch jetzt da rein. So, ich nimmst du dein Wasser bitte mit, Schatz? Oh. Papa. Voll oft sagen die Kinder zu mir Papa und zum Papa Mama. Ich bin doch nicht dein Vater. Kommst du bitte? Ach, ich habe keinen Hausschlüssel.
Schläft der Dario? Weiß ich nicht. Papa, darf ich nicht sehen? Komm, Schatz. Ich bin Ninja jetzt. Er kommt. Komm, dein Wasser sollst du bitte mitnehmen. Hallöchen. Aufgemacht und abgehauen. So, ich hole noch die Sachen. So, wir machen jetzt Essen fertig. Was gibt es, Carlitos? Mit was für Fleisch? Und all die, diese komischen Dinger hier, wie heißen die? Weißt du was? Flatbread Sandwich. Ist das Sage oder Pute? Ja, Hähnchenfleisch. Und das ist Feldsalat? Genau, Feldsalat. Nur Feldsalat? Genau, da ist das. Oh, sehr lecker, ich liebe es. Dann haben wir noch mag das so Käse, sehr. Tomaten, Tzatziki, Gurke. Beste Tzatziki überhaupt, die wir hier haben. Zeigen wir euch gleich, wie fertig sind. Mary steht da drauf. Mary, Mary, Mary. Oder? Oder? Mama! Ja. Mama, yay! Kommt jetzt jeden Tag die Post. Die Luise, die freut sich dann auch mal. Die will immer die Pakete dann mit mir öffnen. Sie freut sich so sehr, als wenn das mal für sie selbst wäre. So, dann zeige ich euch mal den ersten Gang. Kinder essen das auch sehr gerne. So, jetzt zeige ich mal drauf. Oh. Ist da komplett drunter? Ach doch. Ich wollte sagen, ich habe gerade gesagt, Karl, bei mir ist aber keine Soße drauf. Ja, den klappt man jetzt so zu. Den muss man richtig packen und dann wie ein Döner essen. Aber wir hatten auch diese anderen, ne? Wir hatten auch die anderen zum Drehen. Ach, Carlitos, wusstest du das nicht? Doch, jetzt würde ich sagen. Hätte ich nämlich jetzt lieber gehabt. Hier, die meinte ich, aber sind ja Minis. Aber ja, auch okay. Ja, die sind auch sehr lecker. Egal, beim nächsten Mal. Hättest du nicht kaufen, Braun. Wie lange sind die gut? So lange haben wir die noch gar nicht, ne? Nö, die halten eigentlich nur eine Weile. Bis Februar. 6. Februar. Ja. Ein Tag nach unserer Hochzeit. Was wird das, Körbchen? Scheiße, ist leer. Sieht gut aus. Können, verdammt. Oh. Jetzt mal was gesagt. Wie heißt die? Sag mal, zeig mal. Big Jeff von Action ist das. Ja, die weiß immer ich, lecker. Aber welche? Ist das die mit Mustard, Senf? Mustard, ja. Honey, Mustard. Wo steht denn? Ah ja, Honig. Ja. Die ist sehr lecker. Dann muss ich die mal kaufen. War gerade da gewesen, die Mensch. Alle lecker, muss ich sagen. Ne? Also nächstes Mal von jedem eins, ja? Ja, von Mama! Jedem. Mama! Ja. Okay. Aber die ist schon besten. Ja, okay. So, langsam ist es auch dunkel. Also jetzt, ab jetzt wird es richtig schnell dunkel. Kann man jetzt schon... Melina, sitzt schon am Tisch und Hunger? Ja, ne? Nee, die nicht. Die. Zeit schon. Da sind die, ist der Kronleuchte wieder an. Braucht man aber abends auch schon. Also jetzt seit Tagen schon. Immer wenn wir Abend essen, tun sind hier schon die Lichter an, ne? So, ihr Lieben, ich wollte jetzt das Video beenden. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder. Ciao.